Boah, Skeleton Army starker, Digga. predicts. Boah, übel. Mein iPad ist eingefroren. Hundertprozentiger Disconnect. Ich bin weg. Ja, ist hier noch nicht so schlimm, wenn du wieder reinkommst. Ich bin komplett weg. Moin Leute, Trimax hier. Die Ramp-Up-Challenge ist draußen, deswegen habe ich jetzt ganz schnell den Mittagsstream angehauen. Floppy als Beatdown-Deck-Experte, genau richtig, ist auch dabei. Und wir werden jetzt ganz schnell ein Deck zusammenbasteln und versuchen, das hier möglichst gut hinzubekommen. Maximal ist 9 Siege, dafür kriegt man eine Giant-Chest, hier kriegt man Epic-Card. Also die Belohnungen sind jetzt nicht so krass, aber auf dem Free-to-Play-Account wird sich das Ganze extrem lohnen. Das müsst ihr euch mal überlegen. Und ihr müsst wissen, Floppy hat in der Mega-Ritter-Challenge viermal hintereinander 12-0 gespielt. Das ist... Das ist so krass. Dermaßen absurd, ne? So krass lief es davor noch nie irgendwie so in den Das Challenges, ist aber die Challenge war echt. Das Deck lief echt hart, ja. unglaublich. Weil man Okay, ja, war macht ja Sinn, weil eigentlich man auch sehr bald. oft gegen teure Einheiten spielen wird. Gegen Fledermäuse oder Eisgeist? Er ging Eisgeist. Okay, Das okay, okay. Fledermäuse würde ich auf jeden Fall drin behalten. Und dann kann man das ja erstmal eigentlich so Machen wir ausprobieren. das. Jo. Machen wir das direkt. Das Battle, 9 Siege. Mal gucken, wie es läuft, wie die Gegner sind. Mit einem freien Eintritt ist es meistens doch recht machbar. Ich bin jetzt gespannt, wie man das merkt. Also einfache Elixierphase ist halt, kennt man. Dann gibt es die zweifache, gut kennt man auch, aber dann kommt irgendwann die dreifache und dann wird es richtig abgefuckt. Zumal hier auch eine Elixierpumpe mit dabei ist. Gut, gegen Koboldsfass haben wir jetzt überhaupt nichts, außer die Fledermäuse. Aber Ich es... glaube aber in der Challenge kommt man darauf an, dass man einfach nicht zu viel Schaden kassiert und dann am Ende einfach die Gegner Oh, eine überrennt. Also. Minion-Horde. Jetzt tut es natürlich weh ohne Eisgeist, aber die Minion-Horde ist auf einem lowen Level. Ja. Das kriegt der hin. Jetzt muss ich noch einen Seppen, dann habe ich schon wieder eine Pumpe, aber er hat einen Feuerball leider dabei. Ich denke mal, sein Deck ist sehr stark jetzt am Anfang und dein Deck wird halt komplett stark in der. Was mache ich jetzt? Ich habe nichts. Der Mega-Ritter kannst du auch zur Not hinten Ich spielen. habe einen Sepp Das. jetzt gecycelt einfach. Okay. Dann kannst du jetzt den Packer einfach Ja, loswerden. okay. Das geht erstmal klar. Ja, Minion Horde ist jetzt ganz schön mächtig gegen mich, ne? Ja, und du musst auch aufpassen. Ich weiß nicht, ob das so mit dem Zap, weil er hat ziemlich Ja, viele Perlen ich weiß, einmal. das war ein bisschen gefailed. Ich würde gleich, wenn der Packer den Ice Golem, ja genau. Genauso, ja. Perfekt. So, er hat einen Feuerball dabei. Ja, ich glaube, das ist aber jetzt eine Art ein Tick Overextend, weil so viel Schaden, wird du jetzt nicht auskriegen kannst, zur Not halt immer noch einen Elektromagier oder Mega-Ritter spielen. Ja. Also, ja. Jetzt kannst du eine Pumpe spielen. Genau. Ich Vielleicht denkt denke, noch es eine ist auch Banditin auf jeden davor. Fall, ist das auf jeden Fall die letzte Pumpe, weil jetzt ist so die Zeit, jetzt beginnt schon bald die Ja, jetzt ist zweite schon doppelte Elixierphase. Elixierphase tatsächlich. Genau. Bring ich einen Also, Packer wieder. Packer. Oh. Ja, ist auch nicht so schlimm. Okay, Also geht noch selbst klar. wenn du da Schaden kriegst, du musst darauf passen, dass du da halt jetzt einen Sepp eigentlich. Ich würde den Sepp Den jetzt Sepp gar habe nicht ich, ja, den mehr. Sepp habe ich schon gegen die Kobolde gesetzt. Ich würde den Sepp Elektromagier. nicht mehr für die Kobolde Der spielen. kriegt das sogar überraschend gut geregelt. Feuerball kommt. Inferno Dragon. Oh, sogar auch noch down. War gut, ja. Packer Packer hinten, finde hinten. ich. Alter, Jetzt kommt jetzt. Triple Wir sind Elixier. in der Dreifachen. Jetzt geht's los. Also seine Minion-Horde macht mich halt nass. Ich würde jetzt mal vielleicht gleich links. Na gut. Dann gehst du auf eine Seite. Ist natürlich gefährlich, du darfst auch nicht Ja. zu viel Seite auf die Seite spielen, weil der Tornado mit Feuerball. Da musst du aufpassen. Eventuell würde ich gleich mal versuchen, einen Backdoor zu starten. Also jetzt nicht, aber im nächsten Push, weil es wird ja noch weitergehen, denke ich mal. Das Koboldfass würde ich Kobold fast lasse ich durchlaufen. immer ignorieren, genau. Und den Zepp behältst du für die Minion-Horde, das ist Oh, ganz Min Sepp habe wichtig. ich eingesetzt. Das war richtig schlecht, der Sepp. Holy shit. Den Zepp musst du behalten. Ja, ich weiß. Oh, das wäre der Win. Egal, Oh, es der sieht trotzdem Packer. gut aus. Sieht trotzdem, sieht echt gut aus, ja. Der Packer ist dran und das ist. Okay, dann war jetzt schlecht gespielt, aber trotzdem gewonnen. Das ist gut. Was? Er zieht den Packer ran? Ich glaube, das war auf jeden Fall sein Plan. Okay, also, das ist sogar ein Ja. Three-Crown noch. Okay, gegen die Minion-Horde. Jetzt haben wir Eisgeist rausgepackt. Da muss man aufpassen mit dem Zap, ja. Immerhin funktioniert, machen wir das nächste. Ich frage mich jetzt nur, wann haut man nochmal die Backdoors raus? Man pusht ja nicht über alles eine Seite. Ich habe den Mega-Ritter jetzt in der Situation, glaube ich, gar nicht so richtig gesetzt. Ja, das war schwierig in der Situation, weil du hättest zwar am Ende bei dem großen Push einen Backdoor rausholen können, als er den Packer auch auf der anderen Seite gespielt hat. Aber das ist halt immer so die Frage, weil er hatte halt eine Lakaien oder die so einen kleinen Push halt sehr gut aufhalten kann. Da Ja. war es fast schlauer, so einen großen Push zu machen, deswegen. Und deswegen würde ich auch den Zap behalten wegen den Fledermäusen, wie in der Situation. Also den brauchst du jetzt nicht spielen, weil der Mega-Ritter tankt die halt auch. Oh, das ist so, das ist doch schon wieder ein bisschen durch, oder?
Nö, also klar, es war ein richtig guter Start von ihm oder für ihn. Aber ich würde nicht sagen, dass das schon durch ist. Also in der doppelten Elixierphase machen wir ihn nass, aber in der einfachen, da ist er ja perfekt. Der kann ja so viel Druck ausüben auf uns. Die Banditin hättest du gar nicht spielen müssen, weil jetzt hat sie Half-Life von Ritter bekommen. Und der Ja. Ritter wäre auch so gestorben. Oder du hättest sie so spielen können, dass sie einfach durch den Charge den Ritter killt. Ah, okay. Aber, okay. Jetzt habe ich nichts. Zur Not einen Packer hinten spielen. Er hat ja in dem Fall. Es geht klar, aber du hast gegen seinen Schweinreiter trotzdem Konter. Und er hat jetzt noch nicht Jetzt. den Schweinreiter parat. Okay, er wird jetzt wahrscheinlich ein Wild spielen, genau. Da würde ich jetzt hier fast ein bisschen reingehen. Ja, kann man auf jeden Fall machen. Du musst natürlich. Ja. Kann man machen, ja. Du zwingst ihn auf jeden Fall dazu zu antworten. Klar, er hat auch eine Antwort parat, sondern später noch Jetzt sind ein wir schon wieder in der nächsten Tornado. Aber ja. Pumpe. Oh, Ja, das nice. war richtig Nice. gut. Was? Boah, richtig gut. Die gehen nochmal komplett durch. Wie geil. Jetzt können wir den Packer nach hinten bringen. Ja, genau. Würde er die Seite wechseln, hast du selbst dann auch ein Konter dabei. Hast ja auch jetzt durch Doppel-Elixier-Phase hat man ja auch eigentlich immer ganz gut Der sollte nur einen Hit Elixier. rausbekommen. Ja, okay, guter Und Sepp. jetzt gleich wartest du kurz ab, wenn der Henker spielt, spielst du rechts einen Mega-Ritter und eine Banditin oder irgendwie, genau. Banditen, Fledermäuse. Hier brauchen wir schnell einen Sepp. Genau, jetzt noch Fledermäuse auf den Hock. Habe ich noch nicht. Oder ein Elektromagnet ist auch gut. Jetzt kriegst du nämlich rechts richtig viel Schaden. Und er muss da kontern. Jetzt kannst du weiteren Push aufkommen. Boah, der Lenker. Ja, der Lenker ist down, sehr schön. Jetzt kannst du alles reinhauen. Er wird vermutlich gleich noch einen defensiven Blitz oder so spielen. Oder nicht? Hat er nicht das Elixier für? Okay, er Oh, entscheidet der sich ist für down. Lenker. Der ist down. Das Mega ist. Ritter am Turm. Kannst jetzt direkt noch in die Ecke irgendwas setzen, Banditin, Mega-Ritter, was auch immer du gerade hast. Dann haben wir da eine Bombe. Der muss jetzt aber schon sterben. Ich würde eher direkt auf den Turm gehen. Spiel lieber noch Mega-Ritter in die Ecke jetzt. Okay, nicht weiter verteidigen. Oh, Oh. macht er gar nicht so schlecht. Eine Pumpe, jetzt noch eine Pumpe auf jeden Fall. Wobei, nee, er steigt in Lightning, ist mir gar nichts. Ja. Du musst es in die Ecke setzen, einfach Druck machen. Er hat komplett kein Elixier, genau. Jetzt gehen wir Hättest rein. du gar nicht die Pumpe spielen sollen, sondern Ja. einfach direkt in die Ecke den Oh, guck dir das Mega-Ritter an, der machen. Henker ist da falsch. Das Ja, ist geil. das ist sehr schön. Er hat Ah, jetzt ist jetzt er wieder nicht richtig. extreme Elixierprobleme, also. Ja, jetzt haben wir hier nochmal. Ja, das ist zu viel. Dieser Doppelcharge, Mega-Ritter und Banditen, die da abheben, der bringt auch ein Lightning nicht. Okay, das Ding haben wir gewonnen. Also in der normalen Elixierphase sah es ja richtig hässlich aus. Mit seiner Öffnungsmove war auf jeden Fall gut, aber in der dreifachen Elixierphase. Ich weiß nicht, warum die Gegner so günstige Decks spielen. Das ist ja gar nicht so stark, ne? Hacker, Mega-Ritter, Elektromagier, Sepp auf der Hand. Das ist ja nicht so geil. Nee, das stimmt. Ich würde abwarten. Ich würde den Zed, wie gesagt, in dem Deck nicht cyclen, weil man den Ja. irgendwie meistens brauchen kann. Jetzt kannst du eine Elektromagier oder Ja. einen Tank spielen. Das geht ja nicht, klar. Vielleicht bringe ich eh noch einen Tank. Falls das der Fall sein sollte, bringe ich noch ganz schnell den Packer davor. Jupp. Ja, genau. Oh! Oh, Das lohnt sehr sich schön. doppelt. Das lohnt sich richtig. Und jetzt Jetzt noch eine habe ich noch. Banditin. Auf Banditen auf die andere Seite, ne? Ja, genau. Auf die andere Seite kannst du nochmal Druck machen. Er ist geforst, was zu spielen, der Preußen. Ist in dem Fall auch nicht so gut. Der Packer kriegt einen Hit an den Tower, sogar zwei. Zwei Hits und über die ist mit Full Life dran. Das ohne eine Pumpe jetzt zu spielen, obwohl wir das Deck in der doppelten Elixierphase, in der dreifachen Elixierphase jetzt richtig stark wird, hat es gut funktioniert. Und hättest du die Banditen zum Beispiel, hätte man die jetzt rechts gesetzt, dann hätte der Turm wahrscheinlich irgendwie 400 Schaden bekommen, aber weil man durch das Holz und so weiter Ja. der Gegner. Und auf der linken Seite hast du jetzt 1100 Schaden bekommen, einfach durch drei Elixier und das ist halt extrem value. Ich habe jetzt einen Sepp durchgecycelt. Ja, und jetzt Damit ein der Packer Packer. nach hinten kommt, das finde ich irgendwie besser. Ich hätte den Packer einen Tick weiter nach vorne gesetzt, damit der Ja. Golem früher stirbt. Okay. Aber in dem Fall ist okay. Gleich dürftest du auf jeden Fall, ich würde noch einen Elektromagier oder sowas spielen. Oder genau, und wenn du dann gleich den Mega-Ritter in den Henker sozusagen rein. Sofort erstmal das durchgecycelt und jetzt kommt er an. Ja, Genau, weil perfekt, jetzt jetzt. ist der Henker halt, greift nicht mehr komplett die Einheiten an. Ja, Oder? der Mega-Ritter hätte noch einen Tick Oh, hat weiter aber gut hinkommen müssen. gemacht, ne? Hat er gut gemacht, aber den Henker hättest du einen Tick weiter noch, den Mega-Ritter hättest du einen Tick weiter noch auf den Henker, also so hinten auf Lol, den die Henker spielen Banditin, what the können. fuck, sie greift den Golem nicht an. Sehr, sehr gut. Geil. Jetzt ein Packer offensiv auf den Golem, damit er eben nicht an den Tower kommt. Und dann direkt ein Elektromagier hinterher. Nee, Genau, jetzt und Mega-Ritter rein. ja, ein Mega-Ritter Der hinkommen. Henker ist mir zu gefährlich.
Und danach kannst du Fledermäuse auf das Mega-Minion spielen. Mega-Minion. Alter, das ist ja richtig ein Counter. Holy shit, der arme Spieler. Aber die Fledermäuse waren jetzt komplett im Henker. Leider. Aber wir setzen Holzfäller, dann wollen wir ja, da noch mitmachen. Kannst du auf Willkommen gehen. Er spielt zwar einen defensiven Golem, der wird jetzt in seiner eigenen Hälfte sterben, also. Ja. Der stirbt ja wohl sowas von seiner eigenen Hälfte. Diese Kombi, wenn die Kombi Mega-Ritter, dieser Doppeljump, ne? Das Witzigste ist auch, wenn die am. Ich glaube, es ist. Ich weiß nicht, ob das auch an den Nebentüren ist, aber am Haupttor ist es auf jeden Fall so, wenn der Mega-Ritter vor der Banditin ist, dann charge die Banditin immer wieder in seinen Rücken rein und dadurch kriegt der Turm immer wieder den Charge-Schaden. Lol. Das ist klingt voll irgendwie okay. Broken. Ja. Es funktioniert nicht immer, aber das wie ich ihn einfach nicht überhaupt nicht mehr in meine Hälfte gekriegt. Ja. Stack ist einfach viel zu stark in der Dreifach. Hast du es gesehen? Ja. Deswegen meinte ich auch, wenn ich Golem spielen würde, was ich vermutlich später auch nochmal machen werde, dann werde ich vermutlich Golem-Packer spielen. Weil du kannst einfach, du hast, wenn du den Gegner Packer spielst, du mit Golem spielst und kein Packer selbst hast, dann ist es eigentlich schon verloren in der Challenge. Also das Deck gefällt mir bisher gut. Ich bin mir bestimmt sicher, dass es noch bessere Decks gibt. Muss man erstmal Ja. rausfinden, ne? Ja. Wahrscheinlich ein Deck mit einem günstigen Cycle und dann auch mit einem teuren Cycle für später. Ja, genau, da wird auf jeden Fall so eine Mischung kommen. Ja. Das stimmt. Das ist auf jeden Fall ein guter Status, die Pumpe ehrt. Ich habe aber gar nichts, ich habe nur einen Mega-Ritter und einen Elektromagier. Was mache ich? Dann, ich würde fast einen Elektromagier spielen. Fledermaus-Split. Ja, wenn du danach irgendwie einen Inferno-Dragon hast oder einen Packer. Jetzt habe ich oder... einen Inferno-Dragon und jetzt kommt dann gleich der Packer. Okay, dann musst du. Der am Packer besten muss aber eigentlich in seinem. Ja, du wartest und spielst den Packer direkt in seinen Elektromagier und dann, wenn der down geht, ist dann ist durch. So, sauber, und das ist gewonnen. Perfekt. Also nicht gewonnen, aber das sieht schon und mal gut aus. Elektromagier würde ich komm schon. Noch nice. Gleich eine Banditin, wenn du hast. Weil er hat jetzt wenig Elixier, hat noch eine Poison auf die Pumpe gespielt. Jetzt yep. musst du ihn punishen und dann. Starker Feuerwehr. Aber dennoch durch noch klar, der Inferno. Turm kommt. Okay. Klar. Lol, die Fledermaus haben kurz getankt. Ja, ist war Damage. War gut. Hat er gut gelöst mit dem Feuerball, Sepp kommt, war nicht verkehrt. Aber er hat ein Gift, einen Feuerball und einen Sepp. Bisschen merkwürdig, aber ja. Muss ich durchlaufen lassen? Ja. Das ist Schaden, aber es ist auch nicht so schlimm. Dafür steht die Pumpe. Ja, es steht die Pumpe und er hat zwar viel Schaden gemacht, aber jetzt hast du den Packer gegen den Mega-Ritter, hast den Fernbring dahinter. Du musst gleich nur aufpassen gegen sein. Genau, du musst gleich auch einen Mega-Ritter irgendwie reinspielen, damit der Inferno-Dragon nicht vom Elektromagier getroffen wird. Ich komme aber noch nicht an ihn ran. Okay. Soll ich mal einen Sepp rein? Ja, der Sepp war nicht nötig wegen der Elektromagier, dann hättest du jetzt spielen können. Aber, ja. Ist letztendlich okay, der hat noch umgecharged vom Mega-Ritter auf den Packer. Das ist natürlich super nice. Ja. Da will ich ihn gleich in seiner Hälfte nochmal ausschalten. Ja, jetzt kannst du wieder einen Packer gegen spielen und dann. Oh, war ja, ein bisschen weit nach hinten, ne? Ja. Aber hast du noch selbst irgendwas, um den aufzuhalten? Ja, das war, aber das ist zwar jetzt ein richtiger Fail, das kann ja mir das Spiel kosten, so ein Scheiß. Nee, so schlimm ist es nicht. Also, der Mega-Ritter von dir hat's gerettet, weil selbst wenn er jetzt da einen Push am Start hat, der Packer wird alles aufhalten, dann komm ich mit dem Fernsehen. Stimmt, also der Packer in der Defense ist ja lächerlich gut, ne? Ja, das ist halt das okay in dieser Challenge. Ich meine, Triple Licks hier, du musst einfach setzen ohne Ende und das ist einfach krass. Voll, der geht jetzt all in auf der rechten Seite anstatt. Ja, sehr, oh, der sehr Sepp, schön. Alter. Doppel Inferno Dragon am Turm mit Mega Ritter. Ja, Alter. Triple Inferno Dragon. Sowas von durch. Oh, zwei Packers, zwei Inferno Dragon. Alles, ey. Richtig nice, okay. Ey, wieder gegen den Schweineritter-Deck. Ist hier immer Mega Ritter besser als Packer? Also ich sag mal so, wenn du den Mega-Ritter extrem früh spielst, dann kriegt der Schweinereiter teilweise gar keinen Hit raus. Okay. Aber da muss man echt richtig gut teilen. Und ansonsten ist es halt eigentlich egal. Die Minion-Horden machen mich ein bisschen zu nass. Ja, das wird halt in großen Pushes dürfte das dann leichter für dich werden. Jetzt kannst du, musst du noch einen Fernbring oder Elektro spielen, genau. Der Mega-Ritter ist stärker gegen den Schwein, wenn da noch ein Eisgolem oder so ist, durch den Flächenschaden. Dann ist okay. Der Mega-Ritter deutlich stärker. Wenn es nur ein Schweinereiter ist, dann ist es
ist der Packer auch vollkommen okay. Wenn jetzt ein Schweinereiter setzt mich doch schon wieder im Arsch. Nee, du hast ja gleich einen Packer. Und sonst spielst du halt irgendwie einen Elektrowagel in das Musketier. Lol, mega Disc, mega, mega Mist. Auch ein Sepp, Alter. Holy shit. Oh, das fällt ja, das Holz. Ja, Holz gefällt und selbst wenn die Minion-Horde überlebt, das ist jetzt in dem Fall auch egal. Wenn er das so unterstützt, kannst du Elektromage bringen. Sehr schön, Elektromage. Jetzt frage ich mich aber, oh, ist das noch eine gute Bandite? Dadurch kommt die nochmal zurück. Ja, wenn sie nicht so rumbacken würde. Die kann halt nicht durch den Turm irgendwie chargen. Das ist. Okay. Klar, jetzt will ich noch. Hast du noch irgendwas Kleines? Eine Bandite? Nee, hast du nicht gehört. Jetzt wäre zum Beispiel ein Mega-Ritter sehr, sehr stark gewesen. Hättest du den da reingehauen? Ja. Aber so hast du es ja jetzt auch geklärt. Also. So hat es auch noch funktioniert. Den würde ich durchlassen, den Miner, auch wenn der Turm fällt. Schaden macht. Und dann gleich einfach rechts im Bäcker setzen. Jetzt ist Triple X und jetzt kannst du ihn so bestrafen. Du musst aber irgendwie versuchen, es zu verteidigen, weil sonst noch die Pumpe fällt. Ja. Also zumindest irgendwie so einigermaßen. Ja, so geht's klar. Und jetzt will ich die Bäcker hinten spielen. Sehr schön. Er hat Minion und Minion Horde. Das ist echt ein Albtraum, ne? Das ist aber nicht schlimm, wenn du jetzt einen großen Push-up machst. Du spielst jetzt Mega-Ritter hinter. Immer weiter die Truppen spammen einfach. Dann bringt ihm das alles gar nichts. Dann spielst du gleich einen Mega-Ritter nach vorne. Hinter die Packers. Spielst dann den nächsten Inferno-Dragon. Spielst einen Zap auf die Minions. Haben wir nicht Doppel-Elektromagier? Ne, jetzt erst. Jetzt noch ein Doppel-Elektromagier. Und dann bringt irgendwie so eine Mini-Horde auch nichts, weil du einfach so schnell. Ja, ja, weil ich jetzt vorher schon sehr im Elixier-Vorsprung war, aber insgesamt. Ja, du hast recht, klar. Ne? Insgesamt ist es schwer, aber man kann sich halt. Also du hast in dem Fall jetzt einen guten Elixier-Vorteil erobert oder erarbeitet und dadurch ging das halt. Gut, klar. Du musst aufpassen, weil die Minions, der Packer nach hinten läuft. Sehr schön. Okay. Du hast okay. Recht, die Minion-Horde ist, die macht da gerade Probleme allgemein. Sind aber sehr viele dabei, ne? Muss man echt überlegen, ob man da vielleicht nicht lieber auch einen Henker noch reinpackt und auch mit Tornado spielt zum Beispiel. Wollen wir da jetzt das andere Deck hin? Oh, ja, hab ich das genau darauf kopiert? Ja, fail. Okay, nein, jetzt müssen wir sogar das Deck spielen. Ich würde es einfach spielen, das sieht gut aus, ne? Ja, sieht gut aus. Super viel Single-Target, super viel Flächenschaden, geile Zauber dabei, Tornado mit sehr viel Flächenschaden, Elektromagier. Easy. Nehmen wir das. Jan de Morte, ich vertraue auf dich. Er ist und schuld, wenn es nicht klappt. Absolut richtig, genau. Hauen ein Battle rein. 6-1. Gut, du siehst das Deck jetzt auch zum ersten Mal, aber du wirst auf jeden Fall Tipps geben können. Bowler, Elektromagier, Mega-Ritter, Sepp auf der Starterhand. Ja, ich glaube, bei dem Deck würde ich einfach reagieren, genau. Wenn das spielt was, dann kann man gut. Rechts Elektromagier. Ist ja hier fast wie so eine Spashyard-Variante mit Hacker. Mhm. Stimmt. Kannst du mir ja fast Tipps geben. Na super. Tipp ist auf jeden Fall, der Inferno-Turm ist eine super geile Karte gegen das Deck. Aber in der dreifachen, ich will immer sagen, in der Doppel-Elixier-Phase holen wir ihn uns, aber wir holen ihn halt echt in der dreifachen des Todes. Da holen wir ihn komplett weg. Er darf sich freuen. Schattenwecker kann man machen. Geht das klar? Geht der King Tower damit an? Kann man die hier jetzt durchziehen? Oder greifst du den Packer an? Schade. Ich glaube, das war nicht so gut. Nee, ich glaub, also ich hätte den Schaden zugelassen und dann hättest du ihn jetzt komplett überrennen können. Yep. Jetzt fehlen so diese 3 Elixier. Jetzt fehlen mir komplett 3 Elixier, das hat sich nicht gelohnt. Du hast trotzdem deutlich ein Elixier, oder? Ich würde auf jeden Fall noch unterstützen. Entweder mit einem Baby Dragon oder einer Banditin. Oh Gott, er spielt einen defensiven Schaden. Er spielt den defensiven, da muss er richtig verzweifelt sein. Der ist richtig verzweifelt, ja. Ein Sepp auch immer noch. Fucking Sepp. Ja gut, der Bowler kriegt das auch hin. Was macht er? Jetzt dreht er richtig durch. Jetzt kann ihn nichts mehr halten, der Turm fällt. Alter, eingeschenkt. Bester Inferno-Turm. Eingeschenkt nach dem anderen. So wünscht man sich doch den Inferno-Turm-Spieler. Ja, genau so. Direkt in den Elektromagier rein mit der. Oh, jetzt kommt noch ein random Feuerball. Ich glaube, der denkt auch, der kann doch. Wow, schon wieder der defensive Schweinereiter. Also, die sind echt gut. Die sind so stark, die Schweinereiter. Kriegt doch einen Hit raus, ich glaub's nicht. Sogar zwei? Zwei Hits kriegt der raus, ey. Bandit im Bauch. Hä? Was? Lol, ich zieh sie einfach wieder zurück und jetzt knock ich sie wieder weg. Alter, du. Was hast du denn mit der Banditin gemacht? Die ist erst, dass der Bowler sie weggeschoben, dann wollte sie auf den Turm gehen. Dann spielst du noch einen Bowler, sie kommt wieder zurück. Ja, das war die Banditin, die hat nichts gebracht, Alter. Nee. Sauber. Starkes Deck. Das ging echt gut durch.
Also gut, der Gegner hat jetzt auch Ja, eigentlich der schon hat den echt nächsten geliefert, aber. nicht perfekt gespielt, kann man festhalten. Okay, nächstes Battle. Wir kriegen drei Epics, das sind nochmal schön 3000 Gold. Ach sind Nächstes ja noch Battle. zwei Spiele, stimmt. Was habe ich gesagt? Golem? Nee, ich habe wahrscheinlich den Bowler gemeint. Ja, ich glaube, du Okay, wir meinst haben ja, nur Akro. Pekka und Baby Dragon auf der Hand als Einheiten. Wie gesagt, bei Oh, dem bei Deck Level würde 8. ich. Bei dem Okay, Deck das kannst haben du wir. einfach jedes Mal reagieren. Das ist halt. Verschwendet hier schon wieder die Ziel. Die Vorgäste hätte ich an der Stelle nicht gesappt, weil Ja. du weißt nicht, was er noch hat. Vielleicht hat, die haben häufig so eine random Spieler, so eine Skelettarmee. Und Dagegen haben wir den Baby Dragon. ja, das stimmt. Aber genau, gegen den Infernoberg, da hast du jetzt zum Beispiel einen Sepp gebraucht. Da hätte ich jetzt so Dolden Sepp gebraucht, Alter, war das Und schwach. Und der. der Päcker kann ja einfach Vollgas tanken. Yep. Also, Er und eine hat sogar eine Skelettarmee. Skelettarmee, ne? Ich hab's sogar prediktet. Scheiße, das war so schwach. Aber gut, Deva ist jetzt egal, die Skelette war nicht so stark, der Die lassen wir Infernoberg beide gebraucht hat. durchlaufen, die zwei, ne? Ich würde alles durchlaufen, auch wenn jetzt nicht. Oh, Kohle? Ne, Kobold. Ja, okay, nice. Kohle. Kolem, Alter, Leute. Hashtag Kolem in den Chat. Wenn er mich so unter Druck setzt, dann. Alter, so ein Random Deck habe ich noch nie gesehen. Elite-Überbahn, Feuergeister, Skelettarmee, Alter, gönn dir das. Oberfrippers. Boom! Ja, richtig stark. Oh, was macht der mit denen denn fertig? Wenn der die richtig trifft, die Elite-Überbahn, dann sind die One-Hit danach von ihm. Absolut Also, krank. So, er die setzt die trifft. Skelettarmee damit rein. Das ist aber sehr mutig, finde ich. Ja. Muss er noch was setzen und der springt nochmal rein. Nein, noch nicht. Stirbt in der Luft. Ja, jetzt überrennt sie ihn auf der linken Seite. Jetzt kannst du rechts gleich noch einen Päcker oder Banditen Ja, spielen. Pekka, Hauptsache der Magier geht da down. Genau. Banditen rechts unterstützen am besten. Dann kannst du links noch einen Tornado spielen oder einen Bowler. Bowler, wir haben echt die Hard-Counter dagegen, ne? Hier brauchen wir noch schnell einen Sepp. Oder steht da sogar noch? Den Tornado kann man besser setzen. Oh, ich würde trotzdem auf den nächsten Tower gehen. Ich würde jetzt nicht so krampfhaft da verteidigen. Rechts ein Mega-Ritter oder sowas spielen. Aber gut, jetzt kannst du auch einen Packer erstmal links spielen und safe Ja, der kriegt spielen. das hin. Oh, er hat auch keinen großen Zauber an der Stelle. Er hat nur das Koboldfass. Ja, der Turm Annes ist halt gut, ne? Ja. So, das gefällt mir jetzt aber nicht, was da passiert. Okay, das Deck hat einen recht langsamen Cycle, das muss man sagen. Aber ist halt Triple X hier, also. Ja, stimmt, dann ist der langsame Cycle egal. Boah, Skeleton Army starker Päcker. Predict. Boah, übel, übel. Und jetzt haben wir ihn geknackt. Das sind die alten Splash-Skills hier mit den Tornado Predicts. Auf jeden Fall, der an die Den Ecke, hätte das ich, verlernt man nicht. Das ist wie Fahrradfahren. den hätte ich niemals an der Stelle gespielt. Der war richtig gut. Das wäre sowas, wäre mir gar nicht eingefallen. Aber ich spiele auch kein Tornado Baby Tornado Dragon. ist. Ich glaube, lol, kein Three Crown. Ich glaube, der Tornado ist sogar einer meiner Lieblingskarten. In der Challenge ist er auch richtig stark, weil man halt so, wie die Gegner teilweise so große Pushes Ja, aufbauen. absolut. Weil wir früher mit Rakete und Executioner jetzt in der Kombination halt, der Tornado ist einfach sehr, sehr stark. Okay, nice. 8-1 steht's. Nächstes Battle. Aber interessant, wie wir in beiden Decks einen Mega-Ritter spielen. Ist der so stark? Aber der Challenge auf jeden Fall, ne? In der Challenge durch den Flächenschaden, weil halt die Gegner sehr große Pushes aufbauen in der Triple X hier Zeit. Und der macht halt extrem Flächenschaden. Ja. Der ist halt so ein Biest im 1 gegen 1. Wenn der Gegner Musketier, Windypecker und einen Banditen hat, der gewinnt halt einfach der Mega-Ritter und überlebt einen Half-Life oder so. Also. War das okay? Ja, war Ich habe immer okay. noch nichts, ne? Ist aber egal, du bist. Ich setze jetzt einen Ja. Tornado zum Cyclen ein. Bist jetzt zwar im Elixier-Rückstand, aber er scheint dich jetzt nicht aktiv hier zu bestrafen, deswegen. Boah, die Skelette, fuck. Der weiß, wie man Elixier-Vorsprung ausnutzt. Ja, definitiv. Welchen Bowler nach hinten? Oh, ich vermisse den Bowler. Ich will mal wieder ein Bowler-Deck spielen. Gibt es momentan ein Bowler-Deck, was in der Meta ist? Ja, das ist genau das Deck, was ich vorhin meinte mit dem Giant Bowler Graveyard. Ah, Also das okay. Deck, was ich früher, oder was ich auf meinem bekomme, mit dem ich pushen werde. Weil das scheint wieder spielbar zu sein Okay, aktuell. okay. Ich spiele zwar mit Friedhof 3, aber das spiele ich schon immer auf meinem Account, So also. ist sick. Alter, gönn dir mal den Mega-Ritter. Ja, genau wegen sowas spielt man den Mega. Also der ist halt Ja, einfach genau gegen sowas, absolut. ein Biest in der Situation. Und vor allem mit dem Baby Dragon in der Combo sterben auch die Fledermäuse. Und jetzt ist der Baby Dragon down.
Mein iPad ist eingefroren. 100%iger Disconnect. Ich bin weg. Ja, ist hier nicht so schlimm, wenn du wieder reinkommst. Ich bin komplett weg. Fuck. Oh. Was ist das? Was? What? Hä, wie ist eingefroren? Ist der Stream noch an? Ja, ich höre dich ja noch. Ich muss ja noch Internet haben. Ja, also das iPad funktioniert nicht mehr, oder wie? Ich bin wieder drin. Nice, gewinnst du noch. Easy, komm. Safe, da kommt ja nur ein Golem. Ey, das wär doch heftig, komm. Das klappt noch. Jetzt ein Packer in Golem. Den ziehen wir erstmal schön wieder weg. Nee, das ist schon wieder durch, oder? Ja, gut, das war, ja. Ja, aber gut, er hat auch so einen Elixier-Vorteil auf das Linie. War zu viel. Ja, aber, lol. Ja, gut. Oh, eigentlich hattest du ein starkes Deck gegen ihn, aber ja. Unter den Umständen wird es schwierig. Ja. Die Mega-Ritter sind doch die Bogenschützen. Wobei. Du musst es ja zwei Türme holen. Ja, ich muss jetzt in 20 Sekunden durchpushen, das könnte knapp werden. Und der Golem ist auch an dem Turm, also. Stimmt. Ey, du hättest das zu 100% gewonnen. Das ist ganz schön nervig. Leute, noch mal Elektromagier mitbekommen. Warum kommt sowas? Ich bin jetzt schon echt lange am Stream und so einen langen Disconnect hatte ich noch nie. Kann ich mir nicht erklären. Ich kann es mir nicht erklären, Mann. Ich hab das sixte Internet und jetzt war es einfach, das muss am scheiß iPad liegen. Ja. 100%. Ich meine, der Stream und Teamspeaker hat alles durch und funktioniert. Das ist ein bisschen bekloppt. Okay. Nächstes Battle. Wir bleiben beim gleichen Deck, diesmal bitte undisconnect. Und es geht los. 8-2, jetzt müssen wir noch gewinnen. Ja. Genau. Ach stimmt, der Disconnect, der hatte jetzt den. Oh. Okay, gut. Ja. Dürfte aber. Ja, der Disconnect hat mir tatsächlich eine Niederlage beschert. Okay, gut. Dann jetzt konzentrieren, dann dürfte das auch. Bowler, Baby Dragon, Mega Ritter auf der Starterhand ist schon echt solide. Und ein Lightning, falls ein Elixierpump bekommt. Und ist auch gut für dich, wenn die Zeit abläuft, weil. Du jetzt sehr teure Karten hast und wenn dann Doppel-Elixier-Zeit ist, dann sieht es schon echt gut aus. Trotzdem würde ich auch, wenn es in die Doppel-Elixier-Zeit geht, auf seine Reaktion warten. Seine Aktion warten, genau. Banditen, okay. Ich bringe jetzt. Okay. Ich habe da nichts. Kein Packer hinten oder so, sonst ein Baby. Ich muss ein Baby-Drain nach hinten, dann Elektromagier nach hinten und dann kommt erst der Tornado und dann als allerletzte Karte. Okay. Haben wir natürlich erst den Packer. Ich habe jetzt den Lightning gebracht. Ja, der war gut. Jetzt will ich noch, muss aber noch ein Elektromagier. Oh, jetzt wird's OP. Boah, der Tornado. Boah, der war sauer. Der sorgt dafür, dass der Packer nicht nach vorne kommt und die Minions sind down. Das war richtig stark. Okay, jetzt spielt er noch einen Executioner. Der wird wahrscheinlich auch einen Tornado haben. Ja. Boah, starker Bowler. Der Bowler. Der Bowler ist stark an der Stelle. Der kann sogar jetzt. Oh, neuer Fokus und der überlebt sehr stark. Alter. Du hast halt aber nichts zum auf der anderen Seite pushen, ne? Nee, nicht so richtig. Man hat im Prinzip nur ein Deck. Ist jetzt schwierig, weil du halt jetzt in seiner Hälfte pusht. Ich weiß nicht, ob das so die beste Idee ist. Dafür hast du einen sehr starken. Oh Gott, der Elektromagier wurde nicht mitgetroffen. Ja, aber gut. Du hast jetzt wieder einen Bowler am Start. Der bringt dir da auf jeden Fall Value. Irgendwie Mega-Ritter gesetzt. Ah nee, Mega-Ritter, der ist ja auch nur im Deck. Oh, was gönnt er sich denn da alles mit? Alter, der Mega-Ritter ist so stark in solchen Decks. Sehr gut. Sehr schön. Jetzt kannst du gleich einen starken Elektromagier oder Set bringen, genau. Packer nach hinten. Ja. Das jetzt ist gut. Er hat noch gar keinen Schaden gemacht. Er bringt auch einen Packer nach hinten. Er hat jetzt aber Executioner Tornado. Ja, ich würde gleich, genau, jetzt einen Mega-Ritter gleich. Du musst durchpushen, durchcyclen und links. Mega-Ritter nach links, ja? Ja, ich hätte ihn mit Baby Dragon gespielt. Ich würde trotzdem. Einfach Mega-Ritter spielen und rechts würde ich einen Blitz setzen. Links einfach laufen lassen, soweit. Ah, ich hab den. Oh fuck, ich hab's verkackt. Ich hab's verkackt einfach. So schlimm ist es aber nicht. Du trickst Schaden am Turm. Das ist vielleicht sogar in dem Fall wertvoller. Nee, krieg ich ja nicht. Mist. Jetzt, Alter, das ist ein interessantes Bild. Er hat zwar noch gar keinen Schaden zugefügt, aber er spielt gut. Okay. Jetzt wieder ein Bowler. Baby Dragon, jetzt würde ich auch nur auf eine Seite gehen. Jetzt spielst du den Blitz. Aber so, genau. Oh, ist ja perfekt.
Jetzt würde ich keine Elektromagie da reinspielen. Genau, weil der jetzt auf der anderen Seite kommt. Da kannst du perfekt. Oh, das ist so stark. Alter, was passiert hier? Ich habe gerade einen Lauf. Aber der Elektromagie ist leider davor. Das gefällt mir nicht. Kriegt der Bowler noch was hin? Ja, sehr schön. Bowler kriegt zwei Hits. Hit. Zweiter zwei Hit. Und der Holzfäller hat sogar Schaden links mitkassiert. Links ein Elektromagie. Oder selbst. Habe ich noch nicht. Ja, okay, sehr stark. Und jetzt Heavy gleich Ding. Rechts ein Mega-Ritter. Yep. Und ein Blitz-Predict gleich. Wenn er einen Packer spielt, nicht. Aber wenn er was anderes spielt, schon. Sepp, dadurch hebt er. Nee, hebt er nicht nochmal ab. Schade. Hätte ich ja ein bisschen gefeiert. Ich hätte an deiner Stelle tatsächlich Sepp Blitz-Predicted. Ja, okay. Das wäre. Oh, das war jetzt gutes Timing von mir mal. Aber wenn er das verteidigt kriegt dann, und jetzt spielt ein Tornado, dann hast du Probleme rechts. Ich weiß nicht, ob das so gut ist. Der rechte Turm von ihm ist so low, du brauchst. Lightning ist durch. Tornado predict auf die Minions und wir haben gewonnen. Alter. Krass, okay. Ich. Respekt, ja. Weiß. Alter, okay. Richtig geiles gebettet. Schöner Gegner. Das war eine Dreifach-Elixier- oder Ramp-Up-Challenge, wie sie mir gefallen hat. Am Anfang beide super defensiv in der einfachen, dann am Ende in der dreifachen ging es nochmal richtig zur Sache. Mir macht die Challenge richtig Laune. Wie findest du sie? Ich finde sie auch ganz cool, ja. Man kann wieder mal andere Decks probieren, die nicht so unbedingt meta-zwingend sind, weil ja, man halt auch teure Decks spielen kann. Ja, Spaß. Richtig nice. Jetzt kriege ich noch die Giant Chest und die Siegeskiste. Wir schauen mal, was wir kriegen. Okay, alles Duplikate und eine Epic. Und hier raus ist ja auch sehr geringe Wahrscheinlichkeit, was Gutes zu ziehen. Ja, ein Klonzauber, okay. Die Challenge ist geschafft. Wir haben zwei verschiedene Decks gespielt. Als genereller Tipp, nimmt irgendwas mit schweren Zaubern, nimmt teure Decks, ja, der Packer ist hier gefühlt in jedem Deck gut, sei es in einem Golem-Deck, Schweinereiter-Deck, in einem Mega-Ritter-Deck, das ist egal, der Packer ist hier irgendwie immer krass, Tornado-Executioner kann geil sein, aber auch Tornado-Feuerball oder sowas in der Richtung scheint da sehr, sehr gut zu funktionieren, am Anfang halt sehr defensiv spielen, bisschen Schaden zulassen und dann lief das Ganze ja ganz gut, okay.